Ich habe ja 20 Jahre über dieses Thema gearbeitet. Ich habe die Vorgeschichte des Ersten und Zweiten Weltkriegs bearbeitet und ein Buch darüber geschrieben, der Krieg, der viele Väter hatte. Ich habe über das Zustandekommen des Zusammenbruchs der Tschechoslowakei 1938-39 geforscht und geschrieben und habe mich da naturgemäß auch mit den Friedensbemühungen befasst. Ich habe mich mit Friedensverträgen befasst, die gehalten haben, und anderen, die nur die Zündhölzchen für den nächsten Krieg waren. Ich habe mich mit Friedensverhandlungen befasst, solchen, die gut gelaufen sind und solchen, die schon von vornherein zum Scheitern verurteilt waren, weil sie von einer oder zwei Seiten verbockt worden sind. Ich stehe also gut in dem Thema drin und kann mich erinnern, welche Möglichkeiten es außer den jetzt anvisierten auch gibt. Und da ist mir eingefallen, das Schiedsverfahren. Zweimal im vorigen Jahrhundert haben Kriege, die unmittelbar vor dem Ausbruch standen, durch Schiedsverfahren verhindert worden. Ich will jetzt die Fälle nicht aufzählen, aber es gibt die Möglichkeit eines Schiedsverfahrens, dass entweder eine Staatengruppe, die keinerlei Interessen in einem der zwei Kriegsparteien vertritt, oder eine einzige Staatsmacht, die keine Interessen in dem Krieg vertritt, oder auch ein einzelner Staatsmann einen Schiedsvorschlag vorlegt. Also eine Einigung vorlegt, mit der beide Seiten leben können müssten oder den sie zumindest verhandeln können müssten. Ein solcher Schiedsvorschlag, der müsste die vitalen Interessen beider Seiten berücksichtigen. Ich spreche von vitalen Interessen und nicht von vitalen Wünschen, denn Wünsche haben die Ukrainer und die Russen ja genug, sondern es kommt darauf an, dass die Selbsterhaltung der Ukrainer und die Selbsterhaltung der Russen gewahrt bleibt. Es muss in einem solchen Schiedsverfahren beiden Seiten die nötigen und fälligen Verzichtsleistungen gesagt werden. Es muss ein Ergebnis anvisiert werden, mit dem die betroffenen Wohnbevölkerungen leben können. Die müssen nämlich hinterher zufrieden sein und nicht den nächsten Stunk anfangen. Und es sollte ein Ergebnis vorgeschlagen werden, das bei nüchterner Betrachtung, bei längerer Fortsetzung des Krieges sowieso herauskäme. Und mit meinen Vorkenntnissen von Friedensverträgen habe ich mich hingesetzt und habe einen solchen Vertrag erarbeitet und habe ihn der Bundesregierung mehrfach vorgeschlagen. Die beißt aber nicht an, denn die hat sich inzwischen am Sieg der Ukraine festgebissen. Nur den Sieg der Ukraine wird es nicht geben. Es muss ein Schiedsspruch her, mit dem beide leben können. Und es muss ein Schiedsspruch sein, der so weit ausformuliert ist, dass er alle zu regelnden Dinge regelt. Territoriale, rechtliche, Besitzverhältnisse, ökonomische, rechtliche, militärische. Und das habe ich gemacht. Ich habe mich, was Ökonomie betrifft, von einem Ökonomieprofessor beraten lassen. Und die anderen Dinge, die habe ich alle aus meiner Kenntnis von früheren solchen Verträgen. Und zweitens muss, er sollte ausformuliert sein, damit das ewige Feilschen, Verhandeln und Pokern gar nicht erst zustande kommt, sondern die Leute gleich wissen, worüber sie reden und sie sagen können, machen wir oder machen wir nicht. Und der Vertrag und der Frieden muss schnell herbeikommen. Wenn nämlich weiter geschossen wird, dann gibt es weiter Tote, weiter Elend, weiter Zerstörung. Und schnelle Verträge erreicht man nur, wenn man wenig Vertragsschließende um den Tisch hat. Es dürfen also nicht viele Nationen verhandeln. Deshalb mein Vorschlag, dass ein solcher
Vertrag vorgeschlagen wird von Frankreich, Italien und Deutschland. Und dann den zwei betroffenen Mächten. Das sind fünf Mächte. Ich habe als Negativbeispiel für so eine Vertragsverhandlung die Verhandlungen zum Frieden von Münster und Osnabrück. Da haben viele Nationen verhandelt, alle hatten Interesse in diesem Krieg und verhandelt worden ist 5 Jahre. Und in 5 Jahren ist weitergekämpft worden. Und keiner will doch wohl den Ukrainern 5 Jahre weiteren Krieg zumuten. Schon 5 Monate wären zu viel. Dann habe ich noch ein anderes Beispiel. Dann habe ich ein gutes Beispiel. Das ist der 2+4-Vertrag. Da haben nur die 4 Siegermächte und die 2 deutschen Staaten verhandelt. Und die anderen 40 deutschen Kriegsgegner aus dem Zweiten Weltkrieg sind außen vor gelassen worden. Die haben zwar geknurrt und gemurrt, aber so ist in wenigen Monaten ein Vertrag zustande gekommen. Das ist vernünftig.